Guten Abend, Herr George. Bitte folgen Sie mir zu Ihrem Sitzplatz. Ich muss Sie jedoch bitten, Ihre Wachen hier zu lassen. Danke für den herzlichen Empfang. Wachen, ihr bleibt hier und wartet, bis ich zurückkomme. Währenddessen war auch Truman eingetroffen und die Sitzung konnte beginnen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Konferenz. Bitte folgen Sie mir zum Holocom der Stadt, um zu entscheiden, wie wir Mauer legen. Im weiteren Verlauf der Diskussion kam es zu einem merkwürdigen Zwischenfall, der jedoch wahrscheinlich entscheidend war für den weiteren Verlauf. Als Churchill seine Zigarette ausging und er kein Feuerzeug fand, zündete Stalin ihm sie schnell wieder an. Eine Stunde später kam es zur Entscheidung, auf welche Seite der Mauer die Sonnenallee kommen sollte. Da sie auf der Seite von Trumans Bereich lag, war eigentlich klar, dass es so bleiben würde, bis Stalin plötzlich sein Interesse daran bekannte. So kam es zu einer Diskussion zwischen Truman und Stalin, die Churchill jedoch schnell entschied. So gab er, wahrscheinlich wegen dem Anzünden der Zigarette, Stalin überraschenderweise 60 Meter der Sonnenallee und beendete somit das Thema. 4 Stunden später war die Konferenz vorbei und die einzelnen Parteien gingen nach Hause. Meine Herren, ich möchte mich bedanken bei Ihnen für Ihr Kommen und hoffe, dass wir die Entbauung geklärt haben. Ja, das denke ich auch. Bis dann! Gemeinsam verließen Truman und Churchill die Konferenz, welche somit beendet wurde. Am Abend, den 15.06.1961, findet in der Sonnenallee eine Rede des Staatschefs der DDR an die Bürger der Stadt Berlin statt. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, denn es gibt wichtige Neuigkeiten. Wie sicher viele wissen, stehen die zwei Parteien, die UdSSR und das Bündnis USA und England sich nicht gut gegenüber und es ist in der Überlegung gewesen, eine Mauer zwischen die Sektoren zu bauen. Doch ich kann Ihnen versichern, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nach einer Weile löst sich die Menge auf und geht nach Hause. Nur zwei Freunde bleiben und unterhalten sich über die erfreulichen Neuigkeiten. Das sind ja wunderbare Neuigkeiten, Herbert. Ja, das stimmt. Durch den Bau der Berliner Mauer wäre es nicht mehr so schön in Berlin. Ja, vor allem die Arbeit wäre für mich grauenvoll, da ich doch genau im Sektor der UdSSR arbeite. Ja, aber zum Glück hat uns der Bürgermeister versichert, dass keine Mauer gebaut wird. Und der muss es ja wissen, wo er doch das führende Mitglied der SED ist. Ja, das stimmt. Komm, lass uns nach Hause gehen. Es wird schon spät. Ja, das ist eine gute Idee. 3 Monate später in der Sonnenallee. Achtung! Bitte Platz machen! Achtung! Hier beginnen jetzt Bauarbeiten! Was ist das denn? Ein Mann, der am Straßenrand stand, schaute gebannt auf die Bauarbeiter, die mit dem Beginn der Berliner Mauer in der Sonnenallee begannen. Als ihn seine Neugier so sehr packte, ging er zum Leiter der Bauarbeiter. Hallo, was das denn hier? Wir sind hier am Bau der Mauer zwischen den Sektoren der UdSSR und USA. Aber uns wurde gesagt, dass es zu keinem Mauerbau kommt. Davon weiß ich doch nichts. Ich befolge nur meine Befehle und bitte Sie jetzt zu gehen. Ja, ja, schon gut. Ich gehe auch schon. Yay, scheiß Bull, ich hau ab. Und so entstand die Berliner Mauer, welche über 28 Jahre dort bleiben sollte. Ende! Guten Abend, Herr Churchill. Bitte folgen Sie mir zu Ihrem Sitzplatz. Ich muss Sie jedoch bitten, Ihre Wachen hier zu lassen. Danke für den herzlichen Empfang. Wachen! Ihr bleibt hier und wartet, bis ich zurückkomme. Guten Abend, Herr Churchill. Bitte folgen Sie mir zu Ihrem Sitzplatz. Ich muss Sie jedoch bitten, Ihre Wachen hier zu lassen. Danke für den herzlichen Empfang. Wachen! 3 Monate später in der Sonnenallee.
Achtung, bitte Platz machen! Achtung, hier beginnen jetzt Dönerbauten. Bauarbeiten! Ja, aber zum Glück hat uns der Bürgermeister versichert, dass keine Mauer gebaut wird. Und der muss es ja wissen, wo er doch der... Und der muss es ja wissen, wo er... Und der muss es ja wissen... Und der muss es ja wissen, wo er doch der... Yeah!